Wenn wir hier sitzen, dann gibt's immer gute Nachrichten. Jerome, es ist soweit. Sind wir eigentlich komplett wahnsinnig, mit einem verletzten Spieler zu verlängern? Was ist los mit uns? Ja, ich glaube, ich habe ja nichts Wilderes und ich glaube, meine Zeit hier war bisher verletzungsfrei. Von dem her, ja, glaube ich, dass wir uns alle darüber freuen können, dass es geklappt hat, dass wir schnell übereingekommen sind und dass ich jetzt noch weiterhin beim KSC bleibe. Diego, dann hau mal raus. Wie lange, was hast du gerade unterschrieben? Ja, auf ein weiteres Jahr. Zu mehr Vertragsdetails gibt mir natürlich nichts bekannt. Aber wie gesagt, ich freue mich auf eine weitere Spielzeit, eine garantierte Spielzeit hier. Ich glaube, bisher lief es sehr gut. Ich glaube, wir haben eine tolle Entwicklung genommen. Ich glaube, im gesamten Verein, aber auch gerade wir als Profimannschaft. Und da will ich natürlich weiterhin helfen, eine Stütze zu sein. Und ja, vielleicht gleichzeitig auch, wie gesagt, ein bisschen ein Wegbegleiter für die jungen Spieler. Diego, 2023 ist ein besonderes Jahr für den Karlsruher SC. Wir planen da, das Stadion fertig zu kriegen. Du hast es jetzt so ungefähr schon lange erlebt. Was passiert hier in diesem Verein? Ist es auch für dich ein besonderes Jahr, 2023? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir fiebern jetzt schon, sag ich mal, dem Fertigbau entgegen. Ich glaube, wir wollen alle, wie gesagt, in dem fertigen Tempel endlich loslegen. Und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich das auch noch miterleben darf. Aber ja, es gilt natürlich weiter verletzungsfrei zu bleiben, meine PS auf den Platz zu bringen und der Mannschaft zu helfen. Und ich glaube, dann kann ich das, wie gesagt, auch miterleben. Wie ist dein Eindruck? Kannst du dich noch erinnern, damals, wir waren in Spanien im Trainingslager und auf einmal heißt es, Jerome Gondorf kommt. Wie hast du den KSC damals erlebt? Wie erlebst du ihn heute? Ja, auf jeden Fall, glaube ich, schon grundverschieden mittlerweile. Ich glaube, die Spielphilosophie, also angefangen von der Spielphilosophie, war es eine andere. Die Situation war eine andere, ne? Kompletter Abstiegskampf. Ja, wo du natürlich enorm viel Druck hast, den man den Jungs auch angemerkt hat. Das habe ich schon bei meiner Ankunft schnell merken können. Und ja, ich habe dann ja versucht, mit ein paar Statements, die ich sehr polarisierend und bewusst rausgehauen habe, so ein bisschen den Druck auf meine Person zu lenken. Ich glaube auch, im Nachhinein hat es ganz gut geklappt. Und ja, dementsprechend bin ich einfach froh über die gesamte Entwicklung, die wir jetzt bis heute genommen haben. Ich glaube, wir haben es geschafft, wieder Fans zu generieren, wieder die Leute von draußen zu begeistern, mit unserer Art Fußball zu spielen. Und natürlich ist es noch schöner, wenn du eine bestimmte Philosophie hast, die du auf den Platz bringen willst und sie auch noch mit Erfolg begeben ist. Und ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass unsere Entwicklung genauso weitergeht. Dass wir, wie gesagt, das habe ich zu Beginn meiner Ankunft hier gesagt, ich will dabei helfen, dem KSC wegzukommen von dem Fahrstuhlverein und langfristig ein Zweitliga-Club zu sein, um dann eben eine gesunde Basis vielleicht aufbauen zu können, um vielleicht auch mal nach höherem zu greifen. Dann lass uns mal in die aktuelle Saison schauen. St. Pauli steht an jetzt am Wochenende. Wie hast du die Saison bisher erlebt? Wie kann man die einordnen? Ja, ich glaube, wir sind sehr gut gestartet, obwohl wir da noch gar nicht so den Fußball von letzter Saison auf den Platz bekommen haben. Aber wichtig sind einfach in der Liga, dass du Punkte einfährst und das haben wir gut gemacht. Und ich glaube, unser bestes Spiel bisher, da sind wir mit 0 Punkten nach Hause gefahren aus Nürnberg. Aber genau das zeigt eben, wie die zweite Liga ist. Du kannst durch eine Unaufmerksamkeit Spiele verlieren und da müssen wir immer auf der Hut sein. Aber ich glaube, wir sind ein extrem unangenehmer Gegner. Wir sind jede Woche in der Lage, Spiele zu gewinnen. Und genau das ist unsere Devise. Und da versuchen wir ja, wie gesagt, dann auch weiterzumachen. Und bisher, glaube ich, können wir von einer sehr erfolgreichen Saison sprechen. Dann nehmen wir uns mal mit. Ne? Kleinere Verletzung, am Wochenende nicht dabei. 88. Minute, Schalke, Marvin holt aus. Wie hast du es erlebt? Was ging bei dir ab? Ja, ich habe natürlich gefeiert wie ein Irrer, zu Hause abgejubelt, weil
Das ist natürlich klar, für viele war das etwas ganz Neues, jetzt auf Schalke in der großen Arena. Und ich glaube, wie die Mannschaft gefightet hat, wie sie sich gewehrt hat und ja, vor allem Schalke das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Ich glaube, Wanne hat es auch richtig gesagt. Letztlich war es nur ein Torschuss, den Schalke wirklich gefährlich aufs Tor gebracht hat. Und das ist dann was, genau so müssen wir spielen und eklig sein, gerade gegen die vermeintlich Größeren, um eben in die Punkte zu kommen. Und dass der Wanne dann so ein Ding noch raushaut. Ich kenne es ja von ihm und weiß, dass er es kann, aber er hat direkt danach eine WhatsApp bekommen, dass er mir das eigentlich schon viel früher versprochen hat. Und jetzt gerade, wo ich nicht dabei bin, dann macht das. Aber wie gesagt, umso schöner, 3 Punkte aus Gelsenkirchen mitzunehmen. Ich glaube, damit haben die wenigsten gerechnet. Dann sind wir alle glücklich. Jerome, hier ist dein Trikot für ein weiteres Jahr. Unser Kapitän verlängert, die beste Nachricht des Tages. Das war's von uns aus dem BB Bank Wildpark und wir sehen uns dann gleich zur Pressekonferenz.